Toni, gestern ziemlich große Enttäuschung zum zweiten Mal hintereinander. Was war das für eine Achterbahn der Gefühle? Du musst auf den letzten Kilometern gedacht haben, ich hab's gelbe und dann ist es doch weg. Ja, also als wir dann mit der Gruppe weg waren und ich realisiert habe, dass Ron Dennis auch nicht dabei war, habe ich die Chance fürs gelbe Trikot auf jeden Fall gesehen. Als wir dann auf den letzten 5 Kilometern über eine Minute Vorsprung hatten, da war ich mir fast sicher. Ich hätte nicht erwartet, dass Cancellara bei diesem doch top besetzten Fahrerfeld, das vorne war, wirklich da in die Top 3 noch fährt. Er hat stark gemacht, wir haben es so laut, muss man ganz klar sagen, und dementsprechend natürlich dann war die Enttäuschung sehr, sehr groß. Hast du ein kleines Sorry bekommen von Marc oder ist das nicht nötig in so einem? Doch, wir haben es ausgesprochen und es tut ihm auch unendlich leid, wie das Ganze gelaufen ist. Und wir haben die Situation auf jeden Fall bereinigt und sind auch bereit, in den nächsten Etappen erneut anzugreifen. Er hat voll an den Sieg gedacht wahrscheinlich und nichts anderes. Ja, er ist eben Sprinter und klar, wollte beides, wollte das gelbe Trikot und den Sieg. Und ja, wenn sowas da schief geht, dann ist die Enttäuschung natürlich umso größer. Jetzt heute besteht zum dritten Mal in Folge theoretisch die Chance auf gelbe Trikot, zumindest sehe ich das so. Siehst du das auch so? Kannst du es heute holen? Die Chance ist da, aber sicherlich ist sie nicht ganz so groß, denn diese Ankunft ist natürlich nicht gerade meine Spezialität. Mit Cancellara und Tom Dumoulin sind natürlich zwei Leute um mich rum, die sowas sicherlich irgendwo auch können. Wird vielleicht eine Tagesformentscheidung heute werden. Also ich bin mit der Sache nicht zu sicher, aber ich gebe auf jeden Fall eine Chance. Ich hab mal nachgeschaut, das letzte Mal, dass du dort gefahren bist, zumindest bei Flèche Wallonne, war vor 4 Jahren. Dieses Jahr. Dieses Jahr nicht, okay. Alles klar. Hast du gut recherchiert. Dann habe ich nur dieses Jahr nicht nachgeschaut, die anderen Jahre auch nachgeschaut. Ja. Wie viel verliert man da, wenn man Vollgas hochfährt? Ja, es ist schon ein Anstieg von 3-4 Minuten und bei dieser Steilheit sind natürlich Körpergewichtsunterschiede schon wirklich entscheidend. Also ich denke schon, dass ich auf die Topfahrer vorne 20-30 Sekunden verlieren kann, aber das sind ja nicht die Leute, auf die ich gucken muss. Die Konzentration liegt wirklich auf Cancellara und Dumoulin. Okay, weil Uran könnte theoretisch auch ins Gelbe fahren. Ne? Und 30 Sekunden hinter dir. Ist das eure Option B dann fürs Gelbe? Ja, er wird sicherlich neben mir auch sehen, dass er natürlich vorne mit reinfährt. Wäre auch eine Option auf jeden Fall. Könnte ich ja morgen auf den Kurbel, also auf den Kopf der Klasse übernehmen. Dann viel Spaß heute. Ja, danke.